Und wir sind auf dem nächsten Ausflug. Hallo zurück. Diesmal scheint es um Panzerwagen zu gehen. Meine Stimme ist immer noch sehr basslastig. Wer Cesare bestehlen will, ist selbst schuld. Verdammt. Geh da weg. Du darfst mich nicht sehen. Ja, Pech gehabt. Das hier ist auch, wenn ich das auf der Karte richtig gesehen habe, die letzte Leonardo-Mission. Das würde ich ja fast begrüßen, wenn wir hier weiterkommen. Nicht, dass mir die nicht Spaß machen, ich finde die sogar ziemlich cool, aber es ist immer schön, wenn man merkt, dass man vorankommt. Oder so. Wieso ist diese Stadt hier so zerlegt? Einer nach dem anderen. So, jetzt du. Ich knöpfe ich mich von hier hinten vor. Knöpfe ich mir. Tschüss. Aus diesem wie hier lang den unauffälligen Weg. So, fast. Ich würde mal fast behaupten, wir müssen rechts lang. Oh. Ein Hoch auf die Kurzsichtigkeit. Surprise! Was wollt ihr? Wo sind die Pläne für diese Waffe? Auf einem Tisch am anderen Ende der Festung. Und das Gerät selbst? Ich bin nicht sicher. Doch ihr braucht mindestens 3 Männer. Dann kommt mit mir. Nein, wir haben 3 Söldner gefangen. Sie sind gegenüber von den Plänen einer Zelle. Die helfen euch. Wen? Ist es nicht gefährlich, ihn laufen zu lassen? Ich meine, der könnte jetzt zu sämtlichen Wachen rennen und... Oh! Ja, das war dumm. Das war echt... Nochmal. Gut, dass es Speicherpunkte gibt. So, jetzt. Ein bisschen vorsichtiger sein. Zum Beispiel könnten wir hier hoch. Dann würde uns dieser Vogel gar nicht bemerken. Hey, hier. Naja, theoretisch. Ah. Kommt der uns hinterher? Ich lass dich mal mich vergessen. Danke. Das sieht mir doch sehr nach Architektenunterstand aus. Wieso hat ihr Zeichnung für Boote, wenn es um den Panzer geht? Ah, falsche Taste. Gut. Nun heißt es vorsichtig sein. Wer sieht mich da? Hinterhältig stehen die heute, Mensch. Mach doch sowas nicht. Das Miese bei Ubisoft-Spielen ist, dass sie sich alle ähnlich steuern, aber sich in winzigen Kleinigkeiten unterscheiden. Und wenn man dann mehrere gleichzeitig spielt, dann vertut man sich andauernd. Das war hier zwischen Splinter Cell und Watch Dogs so. Und jetzt verwechsel ich das Waffenrad von Watch Dogs mit dem von Brotherhood. Ha, verwirrend. Ihr seid frei. Wo ist Da Vincis Maschine? Folgt uns. Sie halten den Weg geheim, aber wir haben den Eingang entdeckt. Wie? Ihr seid in der Zelle. Okay, los geht's. Stopp! Köpfen! Wo ist der? Mit den Fäusten. Das war vielleicht keine ganz so gute Idee.
Au, au. So. Und tschüss. Und tschüss. Ah, Mist. Na komm, nochmal. Au, wow. Hey, ruhig. Optimal. Oh, da ist noch einer. Nicht mehr. Komm schon. So, und du auch. Ich bin gerade faul. Ich gehe mal davon aus, dass wir hier runter müssen. Sieht jedenfalls nicht verkehrt aus. Sein Heer ist dabei, einen Überraschungsangriff auf Sizilien vorzubereiten. Wir werden sie aufhalten. Wir müssen dieses Tor öffnen. Ich finde einen Weg. Klettern. Ich habe irgendwie das Gefühl, dass diese Mission länger wird. Bis wir hier durch sind und dann kommt garantiert noch eine Einlage mit dem Panzer, die wahrscheinlich auch nicht zu kurz wird. Dann ist das halt so. Wo ist der Hebel? Hier. Na? Oh, da ist irgendwas. Das schaue ich mir doch glatt mal an. Eine Truhe. Sehr schön. Und weiter geklickt. Nee, nicht hier. Wohin? Mit wem habt ihr trainiert? Hier hoch. Jetzt springst du hier nicht runter. Das ist mir früher gerne so gegangen, glaube ich. Da seid ihr ja endlich! Passt bloß auf. Echt mal, nicht so ungeduldig. Ich habe euch gerettet, ich habe euch befreit. Okay, das wird zwar irgendwie so ein halbes Selbstmord. Ich lasse die Brücke herab. Nimm. Selbstmordkommando. So mag es für die wahrscheinlich scheinen. Aber trotzdem. Will, dass ich damit fahre? Keine Anleitung. War klar. Voran! Mörder! Los! Das UFO auf Rädern! Oh shit. Von den Kanonen sollten wir uns schätze ich in Acht nehmen. Mist, verfehlt. Boom. Kann ich euch überfahren? Ist das böse. Ich bin so dämlich. Gott. Jetzt kann ich nicht behaupten. Ja, wunderbar. Ich bin gerade in Höchstform. Ich kann nicht behaupten, dass das Missionsziel diesmal unfair ist. Ich bin einfach nur unfähig. Boom! Und boom! Und oh, dort! Shit. Vielleicht solltest du dich erst auf die Kanonen konzentrieren. Mist.
Es ist schön, dass diese Missionen immer so komplett anders sind als alles, was man bis jetzt von Brotherhood, nicht von Brotherhood, von Assassin's Creed kennt. Oh, wir haben ganz schön was eingesteckt. Nicht gut. Wenn unseres beschädigt werden kann, dann ihres auch. Oh ja. Du hast keine Chance, überhaupt zu schießen. Also bis auf diese... Oh, schaut euch mal die Kanonen da unten links an. Die sehen nicht mehr ganz so gut aus. Bis auf diese kleinen Eskapaden am Anfang lief das doch eigentlich relativ annehmbar. Und was kommt jetzt? Muss ich das hier kaputt schießen? Nein, mehr Panzer. Wir können das nicht bekämpfen. Es ist unbezwingbar. Ah! Shit. Also zwei gegen einen, das ist doch irgendwie ein bisschen unfair. Was passiert, wenn ich das hier kaputt schieße? Nichts. Aber ich schätze, ich muss es noch einmal. Macht er nicht. Wie jagst du das jetzt in die Luft? Oh, okay. Ich würde dich gern behalten. Na. Und ich glaube echt, das war das Letzte. Ist das? Ja. Ezio, wie du weißt, wurden alle meine Erfindungen zerstört. Doch durch diese Wirren konnte ich etwas nur für dich herstellen. Was ist das? Mit dem Gerät kannst du aus jeder Höhe sicher landen. Nicht so unhandlich wie die Flugmaschine. Du kannst es überall hin mitnehmen. Grazie, Leonardo. Das Ende der Falltode. Das hätten wir von Anfang an eigentlich machen sollen. Ach ja. Okay, dann wäre es das auch soweit. Die Folge war dann doch irgendwie kürzer, als ich dachte. Ist ja auch nicht so schlimm. Ich gehe einmal noch schnell Geld abheben. Weil ich glaube, wir haben inzwischen wieder gut was zusammengeschäffelt. Ja, kann man so sagen. Okay, und als nächstes Missionsgruppierung. Was machen wir da? Ich hatte irgendwie mal Bock auf die Romulus-Gräber. Die restlichen. Ist das eh nur noch eins? Wird dann ja umso besser. Okay, dann machen wir das beim nächsten Mal. Ich freue mich drauf, ihr hoffentlich auch. Und wir sehen uns.